Hallo und herzlich willkommen bei der mit Abstand traurigsten Musical-TV und traurigsten Frag den Spengler-Folge des Jahres, denn dies ist das Gesamtfazit. Das wievielte Mal, weiß ich nicht, also wir haben schon mal... Ich habe vorher auch schon mal gerätselt, aber ich weiß nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist das sechste Gesamtfazit, weil Musical-TV gibt es seit Bremer Stadtmusikanten. Heute... Bei der letzten Aufführung oder nach der letzten Aufführung, bei der letzten Aufführung hätten wir es auch aufnehmen können, ja, aber was Neues gewesen, gell? Heute fand die letzte Aufführung statt von Aschenputtel fällt aus dem Rahmen und danach treffen wir uns immer und besprechen das Ganze nochmal. Matthias, das fragt den Spengler heißt, erstmal hallo Matthias, hallo. Frage ich dich zuerst, wie zufrieden bist du? Ja, ich bin sehr zufrieden natürlich, das war ein tolles Stück, es war sehr lustig, es waren tolle Leute auf der Bühne. Und wir haben das Publikum gerockt. 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 Gut, jetzt kommen wir zu unserem Jubilar. Oder Jubilar seid ihr eigentlich beide. 25 Jahre macht ihr beide mit. Aber das war dieses Jahr das Jahr von Wilfried, weil es hieß ja Wilfrieds letztes Mal. Lieber Wilfried, wir haben nach jeder Aufführung, nicht nach jeder Aufführung, aber nach jedem Aufführungstag gesprochen. Wilfrieds Fazit. Mhm. Und deswegen würde ich gerne von dir jetzt wissen, wie war die allerletzte Aufführung von Aschenputtel, jetzt von der Besetzung Wald? Also, ich fand sie toll, weil es ist alles gut rübergekommen, das Publikum ist schon mitgegangen und wir waren auch wirklich gut, auf der Bühne war der auch sehr gut und das Orchester war auch spitze heute. Ja? Also alles hervorragend eigentlich. Ja? Das Anstrengendste war das Aufräumen. Danach. Das Anstrengendste war das Aufräumen, ja? Okay. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, das war ja heute nicht nur die letzte Aufführung von der Besetzung Wald, sondern es war auch die allerletzte Aufführung von Aschenputtel. Mhm. Wie zufrieden bist du mit diesen 12 Aufführungen Aschenputtel fällt aus dem Rahmen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also echt, das hat sich schon angekündigt während der Proben, dass die Leute wirklich, die meisten wenigstens, sehr engagiert waren und ihr Zeug sehr bald gekonnt haben. Und dann macht es natürlich Spaß, ganz klar. Ja. Und das merkst dann schon, dass das läuft. Wenn es schon früh läuft, dann wird es normalerweise sehr gut. Die Botschaft mehr sein als scheinen, das war ja auch so die Botschaft. Kam die beim Publikum deiner Meinung nach an? Ich denke schon, nachdem wir es oft auch zweimal gesungen haben, das Finale, müsste es eigentlich schon rübergekommen sein. Ganz abgesehen davon, dass es auch im Programmheft steht. Ja. Das war dann vielleicht ausschlaggebend. Aber das Räuberlied war da auch gestanden und das hat keiner mehr gesungen. Aber war auch ein schönes Lied auf jeden Fall. Kam die Botschaft, die du dir ausgedacht hast oder die ihr euch ausgedacht habt, kam die an beim Publikum? Das werde ich jetzt nochmal befragen, dann, weil die Leute das gesehen haben. Das kommt jetzt auf alle Fälle noch, aber ich glaube, dass wir das rübergebracht haben. Also das waren schon die Dinge, die wir uns vorgenommen haben auf der Bühne, die sind auch wirklich also, gegangen. Ich kann dazu auch sagen, wir haben einen Besuch von Boxberg gehabt, die machen ganz viele unserer Musicals, spielen die auch nach und das auf alle Fälle auch noch, heuer sogar noch. Heuer? Ja, also zum Ende des Schuljahres. Und die hat auch nicht nur das Musical selber sehr gut befunden, sondern auch gerade die Botschaft, die darüber gekommen ist dabei. Ja, weil das sind jüngere Schüler, glaube ich, sind Realschüler, glaube ich. Ja, genau. Oder fahren wir mal gemeinsam hin, da können wir mal Musical-TV machen. Ja, da komme ich drauf zurück. Ja. So, jetzt, das ist ja das Gesamtfazit von Aschenputtel, deswegen muss ich dann nochmal nachhaken. Was war Matthias Spengler? Du hast den Räuber Jensen gespielt. Was war so deine Lieblingsszene, die du selber gespielt hast oder Lieblingslied, was du selber gesungen hast als Räuber? Wo du am meisten Spaß hattest auf der Bühne? Also am meisten Spaß hatte ich tatsächlich, da habe ich gar nichts gesungen, sondern... Doch, mit Martha hast du was gesungen. Wo ich am meisten Spaß hatte, da habe ich nichts gesungen. Okay. Und zwar war das die große Szene, wo alle auf der Bühne sind. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil das so schön war. Da haben wirklich alle zusammengespielt. Das war der Ball, die Ballszene, wo der Prinz und Lea sich kennenlernen. Und das hat super funktioniert. Das hat mir total Spaß gemacht, da als Räuber rumzulaufen und zu tun, als ob ich ein Adliger wäre, der sich verkleidet hat. Da muss ich aber mal einhaken, weil eigentlich habe ich doch gesagt, als Kellum, und der andere Kellum hat auch gesagt, du darfst gar nicht mitkommen aufs Kostümfest, weil ihr zu alt seid. Ganz anders verstanden. Die waren eigentlich zu alt fürs Kostümfest und sind trotzdem mitgekommen. Ja, und du hast dann immer dich so versteckt, wenn ich vorbeigegangen. Das war auch meine Lieblingsszene dieses Jahr, mit dir auf jeden Fall. Und was war jetzt dein Ohrwurm des Jahres? So, das müssen wir immer fragen. Ich weiß, ihr sagt dann immer alle, aber überlegt euch, was war so das Lied, was so ins Ohr ging? Seht ihn an, diesen tapferen Mann, voller Kraft. Das war mein absoluter musikalischer Höhepunkt, jawohl. Musikalischer Höhepunkt? Der ist auch gefeiert worden vom Publikum. Mhm. Aber auch ans Ohrwurm, oder? Weil es so schön gesungen war? Ja.
Das hat mir eigentlich gestaunt, das habe ich so nebenher geschrieben. Das habe ich so nebenher geschrieben, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Aber das war musikalisch, war das sehr anspruchsvoll und das ist beim Publikum angekommen. Das ist vierstimmige und auf beiden Seiten, so wie es auch inszeniert war, das war total cool. Und das war, er hat eigentlich ab der Aufführung 3 oder 4 hat es wirklich dann immer Zwischenapplaus gegeben nach dieser Szene. Also das war richtig gut. So, jetzt kommen wir zum Wilfried. Wilfried, ich weiß, du hast die Lieder selber geschrieben, aber welches Lied kam, wo so war so richtig gut, kam an auf der Bühne? Egal ob bei Erwachsenen, Kinder, Räuber, Adlige. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ab dem, wo die Lea da das gesungen hat, von ihrer Mutter halt und so, dass da die Leute anders hingehört haben auf die Musik. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch täuschen, natürlich. Aber ich habe da schon den Eindruck gehabt, dass sie da ein bisschen irgendwie aufmerksamer hingehört haben. Aber ein Lieblingslied und Ohrwurm? Kann ich wirklich. Hast du eine Lieblingsszene, wo du vielleicht gesessen, ein bisschen zugeschaut hast, die immer sehr lustig war? Wo du vielleicht, also bei den Sprechtextszenen. Ja, es waren einige. Das ist zum Beispiel, wie der Prinz da mit den Schuhen gekommen ist und das war total lustig. Und auch das mit dem König da. Das war auch toll. Die beiden Königse waren auch richtig. Ja, es waren einige Sachen, die fantastisch waren. Und wie war André, der hat immer diesen, was hat er gespielt? Ja, der André sowieso, das war wahnsinnig. Den Sir August, Sir August, Zeremonien. Das war auch immer sehr lustig. Ab da haben die Leute voll mitgemacht. Ja. Jetzt muss ich aber natürlich auch fragen, kritisch nachfragen, wie zufrieden warst du, Matthias, mit den Räubern? Haben die richtig räuberisch gespielt? Ja. Ja? Das war gut. Ja, und die Räuber bei dir so? Ja, spitze. Ja? Wir sind wilde Räuber. Und wie waren die Adligen? Wie warst du mit denen zufrieden? Die Adligen, da war ich sehr zufrieden. Wir haben ja dann zwischenzeitlich noch mal ein bisschen nachgefeilt. Also ich habe noch mal gesagt, worauf es mir ankommt. Und es hat wirklich gut geklappt danach. Gut, die Adligen waren auch gut. Oder haben die Adligen gespielt? Spitze. Und das Liebespaar, wie war das Liebespaar? Sehr gut. Ja? Schön, 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 schön. Man hat es im Publikum doch gemerkt. Ich will dich. Oh. Das ist richtig. Ja, das Highlight von Aschenputtel war natürlich auf jeden Fall am Ende dann, wo diese Waldfee, ich fand die Waldfee, die könnte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, also es war auch ein Highlight, die hat dieses schöne Lied gesungen und das mit diesem Abschied und da... Das war doch schon mal vorgekommen im alten Musical. Wo war das vorgekommen? Achso, im allerersten. Das mit dem Abschied, oder? Genau. Da ist das auch ein Abschied. Genau. Der Prinz Pfifferling. Genau, das war Prinz Pfifferling. War das da auch am Schluss? Das war ein bisschen öfter. Ich meine, das war einmal was zentral und dann haben wir es oft als Umbaumusik noch gehabt. Also die Leute haben es damals sehr oft gehört. Was hast du für ein Feedback von Lehrern, von Ehemaligen, von Familienmitgliedern gehört zu diesem Musical? Nur Gutes natürlich. Es kann auch daran liegen, dass die Leute, denen es nicht gefällt, mir nichts sagen. Das weiß ich nicht. Das könnte schon sein. Aber, ja, das kann sein. Also ich habe nur positives dann Feedback bekommen selber. Wie war das Feedback, was du bekommen hast? Sehr positiv. Die waren sehr begeistert und die haben auch mir nochmal gesagt, die Botschaft kommt rüber. Also von daher, das war schon... Sehr erfolgreich. Gut, man hat mich hier angestellt, damit ich auch kritische Fragen stelle. So, du bist angestellt? Nee, ich bin nicht angestellt, ich mache das tatsächlich freiwillig. Ja. Und eine kritische Frage habe ich nämlich. Also ich habe Leute gehört, die gesagt haben, die jetzt nur Akahata und Aschenputtel gesehen haben, da war natürlich schon ein großer Unterschied. Also Akahata war mehr so für Erwachsene und das war jetzt vielleicht auch mehr für Kinder. Ja. Und viele haben gesagt, und ich habe auch gehört, wie manche gesagt haben, es war dann doch vielleicht zu weit weg vom Märchen, man brauchte ein bisschen, um in die Geschichte reinzukommen. Also so, dass ich glaube, das Aschenputtel jetzt ins Räubermilieu verlegt wurde, das hat ein bisschen gebraucht, habe ich jetzt gehört, bei manchen. Was sagst du zu dieser Kritik? Absolut in Ordnung. Mhm. Wir wollen ja im Prinzip nicht Aschenputtel aufhören, sondern wir machen ja was Eigenes draus. Aschenputtel fällt aus dem Rahmen. Ja, eben. Gut, das war das Fazit zum Aschenputtel. Also mein Lieblingslied war übrigens auch dieses Seht ihn an, aber nicht da, wo ich gesungen habe, weil das war zu schnell dann. Das war zu schnell. Aber ich fand auch dieses, und was ich gut fand, war dieses Tanz mit mir. Das dauert nur 10 Sekunden, das hätte man ein bisschen länger auch machen können. Das fand ich auch sehr schön. Du glaubst? Nee, es waren wie immer tolle Melodien dabei, aber jetzt, wer jetzt noch zuschaut, der schaut natürlich nur deswegen zu, weil jetzt ist das Aschenputtel-Thema abgeschlossen, denn jetzt 25 Jahre Musical haben wir gefeiert. Ich glaube, es gab 3 Abschiede dieses Jahr. Einmal am Dienstagabend, da standst du auf dieser Bühne, die jetzt leer ist. Jetzt ist sie leer, ja? Genau, da sitzen noch ein paar. Abgehalfterte. Ja. Jetzt ist die Bühne leer. Okay, danke, Chris. Da bist du verabschiedet worden von unserer Schulleitung, Frau Zikeli. Da lief hier ein Video und es gab ein Herz und so weiter. Und da haben so ein paar Leute auch was gesagt. Ja, wie fandest du diesen ersten Abschied?
Wie war das? Schon sehr bewegend. Natürlich war ich jetzt mal sehr gerührt, ganz klar, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Auch. Ja, aber du musstest dir doch denken, dass es irgendeinen Abschied gibt. Ich habe schon gehört, dass es irgendwas geben soll, aber ich wusste nicht, was. Gut, dann gestern fand die Verabschiedung von der Besetzung Schloss statt und heute fand auch noch mal eine besondere Verabschiedung statt bei der Besetzung Wald, oder es waren auch natürlich viele, die von beiden Besetzungen waren. Da wurden nämlich hier auf der Bühne und auch im Publikum, das habt ihr beide nicht gewusst, aus 25 Jahren Musicals, also Melodien genommen von Liedern, ein Lied aus jedem Musical, aber mit einem bisschen anderen Text. Wie überrascht warst du, als du das da mitbekommen hast? Ja, sehr natürlich, und es war ganz toll. Ganz toll? Ja, ganz toll. War sehr richtig schön. Also aus den verschiedensten Bereichen des Saals kamen dann die verschiedensten Melodien aus 25. Ich habe nicht alle erkannt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, keiner. Ja, das Publikum. Der Aufwand war wahnsinnig, was ihr euch da gemacht toll. Habt. Umgetextet, ja, alles und toll. Das ist für uns wahnsinnig. Und es waren viele Ehemalige dabei, die damals mitgespielt haben und schon lange nicht mehr da waren. Und die haben dann da auch mitgesungen. Das war schon sehr schön. Wilfried, wie fandest du heute dieses Ständchen 25, Best of 25 Jahre Ständchen. Ja, ich habe schon gesagt, also ich war wirklich geplättet. Also so viel Melodien, die ich schon gar nicht mehr im Ohr gehabt habe. Ja, das war der Sinn der Sache wahrscheinlich. Und die halt auch umgetextet, ich weiß ja, was das für Arbeit kostet, bis man das alles hat. Und so. Danke an alle, die daran mitgearbeitet haben. Ich kann jetzt da keine Namen nennen, weil es waren viele daran beteiligt. Vielen Dank. Gut, und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Die stelle ich diesmal am Schluss, damit auch die Leute wirklich bis zum Schluss dranbleiben. Ich habe die Frage schon mal gestellt, da musste ich sie rausschneiden, aber diesmal werde ich sie nicht rausschneiden. Lieber Wilfried Michel, gibt es irgendeine Tendenz, ob es irgendwie noch mal weitergehen sollte mit dir bei diesem Musical? Ich weiß, du gehst in den Ruhestand, du unterrichtest hier nicht mehr, das ist richtig. Und du wirst hier nicht mehr, also du machst hier keinen Musikunterricht mehr und so weiter. Aber gibt es irgendwie eine Chance, dass du uns jetzt auch an der Kamera erzählen willst und ich schneide es diesmal nicht raus? Also ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nichts sagen. Das ist ja so, die Schule wird geteilt. Und dann sollte meiner Meinung nach an beiden Häusern weitergemacht werden. Und was weitergemacht werden? Ja, Musiktheater oder Theater, Sprechtheater geht auch natürlich. Aber es sollte was stattfinden in die Richtung. Also meiner Meinung nach. Und die Jungen, die wollen sich sowieso einbringen, das ist ja sehr gut so. Lehrer meinst du, die Jungen? Ja, genau. Also meine Nachfolger, Lehrer. Die wollen sich einbringen? Ja, sind einige, die Interesse haben. Und es war schon der Gedanke aufgekommen, dass man es so sukzessive übergibt, dass ich noch mitmache. Also ich bin zu allem offen, ich habe auch Zeit dazu. Ich möchte es bloß nicht federführend machen, bis jetzt, so wie bis jetzt. Das ist auf keinen Fall. Also okay. Ich bringe mich gerne ein. Aber wie gesagt, ich möchte auch niemandem im Weg stehen, um Gottes Willen. Die sollen das machen jetzt. Ne? Aber du drängst wenn sie mich brauchen können, dann mache ich gern mit. Ja, sehr schön. Ich habe mit vielen Leuten, ja, also wir haben mit vielen Leuten geredet. Ich habe viele Leute gesehen, die auch mit der Schulleitung geredet haben. Viele haben auch, auf der Bühne habe ich auch mal gesagt, der Wunsch aller Darsteller. Also wir haben alles dafür getan. Aber es ist ja auch wichtig, was ist mit dem Matthias Spengler? Du bist noch lange nicht im Ruhestand, du bist ja noch blutjung. Ja? Wenn es den überhaupt gibt, dann wenn ich den. Da wird es den Ruhestand schon geben. Weißt du schon etwas? Geht es denn, auch wenn der Wilfried vielleicht nicht weitermachen sollte, würde es dann dieses Projekt jetzt irgendwie weitergeben? Weißt du schon was du jetzt hier auch erzählen kannst? Ich weiß noch nichts. Weißt du noch nichts? Nein, wir werden jetzt in den nächsten Wochen werden wir uns zusammensetzen und dann werden wir schauen. Also es ist alles offen und es gibt viele Möglichkeiten und da werden wir irgendetwas davon wählen. Oh. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was machst du diesen Dienstag eigentlich? Ich gehe Chor zum Singen. Du gehst zum Chor zum Singen, okay. Aber dir würde doch was fehlen. Allein schon, dass wir hier mal sitzen und wem soll ich denn die Fragen stellen? Ja, gut, okay. Der Frank hat gewinkt. Okay, jetzt. Okay. Ja, jetzt nicht über die Leute da zeigen. Ja, so, jetzt, passt auf. Jetzt ist aber die allerletzte Frage. Jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage. Ja. Sollte es irgendwie weitergehen, gibt es dann schon eine Idee für das 26. Musical-Projekt? Und wenn ja, könnt ihr mir die jetzt... Du verstehst, wir wissen doch gar nicht, wo wir überhaupt noch irgendwas machen. Da kommt er daher, aber wisst schon was. Ich kann jetzt bis September mit denen nicht mehr reden. Ich muss die Frage jetzt stellen. Und wie ist die Antwort? Jetzt, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die sie jetzt die letzten Jahre ja immer dabei waren, wie wird die Antwort wohl lauten auf diese Frage, die Martin immer zu diesem Zeitpunkt stellt? Wie? Soll ich sagen? Ich sag nie. Doch, ich sag. Ich sag's so, wie ich es immer sagen würde. Selbst wenn ich was wüsste, würde ich es nicht sagen. Okay, das war ein schönes Schlusswort. Matthias, danke. Wir haben, glaube ich, so viele Folgen dieses Jahr aufgenommen wie noch nie. Danke, dass du immer zur Verfügung stehst für diese Interviews. Und Wilfried, dieses Jahr muss ich auch sagen, ich kam immer mit der Kamera her und du warst wirklich
immer bereit, uns ein Interview zu geben. Und dieses Michels letztes Mal, dieses Wilfrieds Fazit, das kam auch sehr gut bei den Zuschauern an. Also ich danke euch beiden auf jeden Fall. Ihr wisst es selbst, die Leidenschaft für dieses Projekt ist natürlich auch bei mir groß. Und ich würde mich freuen, wenn es irgendwie weitergehen würde. Und danke, dass ihr auch dieses Jahr bereitwillig immer hier wart und meine Fragen beantwortet habt. Denn es sind ja die Fragen, die ich im Namen der Zuschauer stelle. Danke, Matthias. Danke, Wilfried. Das war die letzte Folge Musical TV oder auch Frag den Spengler aus dem Jahr, was haben wir jetzt, 2020 zum Projekt Aschenputtel fällt aus dem Rahmen. Das war's. Danke an alle Kameraleute. Danke an den Gary, an den Chris und alle, die noch geholfen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis irgendwann. Bleibt uns treu auf YouTube, auf Facebook und wo auch immer. Irgendwann wird es Informationen geben. Tschüss, ciao und ciao. Das war's.